du sollst sterben, nicht abbauen. Ich will doch nur deine Rohstoffe haben. Wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir wollen... Was wollen wir eigentlich? Eigentlich möchte ich gerne die 25 Punkte kriegen für den... für die Purple Slugs. Das heißt, wir müssten eigentlich ein bisschen auf Erkundung gehen. Dafür sollte ich mir ein wenig Material für Rampen und sowas mitnehmen, damit ich auch irgendwo drankomme. Also wir haben auf jeden Fall genug Beton dabei. Das Zeug dabei. Was brauchen wir denn noch alles? Foundations. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Damit, ne, da müssen wir halt dran denken, die abzubauen. Aber eigentlich sollten wir überall rankommen. Und wenn wir da schon auf dem Weg sind, wir versuchen dann mal Richtung Northern Forest hochzugehen. Und dort noch dieses Star of Dingsebumsel da zu finden. Star of Dingsebumsel war auch perfekt erklärt. Ich glaube, ich gehe da lang. Da lang hat man festgestellt, ist nicht so der beste Weg für mich. Alternativ könnte ich auch oben rüber gehen und ein bisschen Ausschau halten. Das ging ja auch. Weil eigentlich möchte ich gerne, dass hier nicht nur die beiden anstehen, sondern auch die anderen. Dann glaube ich, dass ich eine höhere Chance habe, hier noch weitere zu bekommen, weil hier ist ja auch extrem voll. Und ich sollte hier einen intelligenten Splitter hinmachen und links nur blau und rechts gelb. Wobei das war ja nur, wenn ich René richtig verstanden habe, nur wegen der Feuchtigkeit. Und die habe ich ja ganz gut eingestellt. Ja, also die haben ja Gott sei Dank einen Bereich, der für beide gleich ist. Von daher hoffe ich mal, dass das so funktioniert. So, jetzt bin ich hier mal wieder nicht richtig im Vollbild. So. Yeah. So, ich immer noch nicht. Hatte ich nicht. Ja. Ich bin im Vollbild. So. Okay. Dann gehen wir mal los. Wo könnten wir denn wohl... Warte mal, wir können doch hier Schneckendingsbums bauen, ne? Also. Objects, genau. Und der müsste doch auch Schnecken können, ne? Habe ich alles... natürlich habe ich nicht alles. So, machen wir mal eben mal die und einmal den. Gehen hier hin, machen uns, Filter. Einmal die, davon können wir machen. So, dann können wir hier rüber gehen, ne? Und können sagen, wir hätten gerne einen Object Scanner. Okay. Dann während wir das abreißen und dann können wir sagen, wir brauchen im Moment unsere Tasse nicht. Okay, das ist super. Ich kenne noch gar nichts. Ja. Der ist ungünstig. Wir gehen in die Richtung und suchen noch ein paar Purple. Eigentlich sind die meisten zum Wegsprengen, was wir auch nicht können. Aber es wäre halt schön, wenn wir das hätten. Erstmal brauchen wir es dann nicht mehr machen. Da oben wissen wir, kommen wir nicht. Da haben wir nicht. Wo könnten wir denn welche finden? Wenn ich jetzt natürlich eine Karte hätte, wo Purple Slugs hier in der der Mod sind. Könnten denn noch welche sein? Hm.
Wir werden es herausfinden, würde ich sagen. Da oben hat der Mammutwald oder wie auch immer er heißt. Ich muss gestehen, ich habe die nach so vielen Stunden habe ich immer noch nicht die einzelnen Biome drin. Oder die einzelnen Regionen oder wie auch immer man es nennen will. Weißt du, das hier ist die Dune Desert. Ja, hier ist noch jede Menge Eisen, das ist schon mal gut zu wissen. Ja, wir können ja dabei auch so ein bisschen scouten. Ich habe eine blaue gesehen. Wieso bist denn du jetzt? Du bist Roster? Seit wann bist denn du hier Hostile? What the fuck? What the fuck? Nur hier. Was zum Geier ist falsch mit dir? Hier selbst so zu schreiben. Jetzt habe ich ver... Da war die blaue. Das sind... Ja, ich habe hier die... hier war mittlerweile Blade Runner. Warum war das denn falsch eingestellt? Also da habe ich definitiv nicht dran rumgestellt. Ja, habe ich? Ich muss überlegen. Okay, blau. Brauche ich blau? Eigentlich brauche ich kein blau. Weil blaue Schnecken habe ich ja zuhauf. Was sind die mitzunehmen? Eigentlich nicht, ne? Und wenn ich die da wegpflücke, kriege ich auch nur wieder die DNA und so. Guck mal, ob wir hier hochkommen. Jetzt hier noch ein bisschen. Yep. Yep. Hi. Was machst du denn hier oben? Nicht abhauen. Hey, halt! Du sollst sterben, nicht abhauen. Ich will doch nur deine Rohstoffe haben. Guck mal, jetzt bist du hingefallen. Hallo? Ah, da. So. Ich sehe immer noch nichts Rotes. Ich sehe blau, ich sehe noch mehr blau. Oben ist eine Mercer-Sphere. Wo gehen wir lang? Also wir kommen da oben durch, aber dann haben wir direkt Giftgas. Das könnte ein bisschen gefährlich sein. Vor allem, wenn ich jetzt hier runterfalle, dann bin ich sowieso erstmal wieder... Wisst ihr was? Ja, was ist mit den Kreaturen? Ach, Spinnen aktivieren. Die aktivieren. Nee, wollen wir nicht. Ich erlaube mir das einfach. Wir wollen hier nicht survivalen. Ums. Guck mal, nichts passiert. Wir wollen hier. Kunden. Wir wollen. Ein bisschen bauen. Wir wollen sehen, was die Mod kann. Der andere Spielstand da, also ne, 1.0 im Livestream, da gehen wir hin und machen alles ordentlich, weil ich möchte die Achievements haben. Da bin ich auch tatsächlich ausnahmsweise mal ein Achievement Hunter. An der Stelle sehe ich hier irgendwo was Rotes leuchten. Nein. Gehen wir mal weiter hier lang. Jede Menge Ressourcen. Da ist wieder ein. Was brauchst du denn? Habe ich vielleicht was davon dabei? Kann ich mir hier was mopsen? Guck mal, die kann ich mitnehmen. Kann ich mitnehmen, braucht man immer. Das auch. Reparatur erforderlich. Wofür nehmen wir das? Okay. Deine Nase, Kollege. Hier aufpassen. Wo sind wir denn jetzt? Hier könnte ich ruhig runterfallen. Sehe ich hier was Rotes?
Dann ist das da vorne. Falsche Richtung ist Gold. Ist gelb. Ich will nicht gelb, ich will rot. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier in dem Bereich auch irgendwo gelbe sind. Rote, meine ich. Da ist auf jeden Fall gelb. Da sind Beeren, aber... Hallöchen. Hallöchen, Nächste. Wir müssen uns mal unterhalten. So. Wie unangenehm möchtest du sein? Ich so? Ja. Gehen wir mal hier rum. Wahrscheinlich, hier geht's hoch. Das ist gut. Dann war das hier rum. Oder war das der Baum sogar? Jetzt komme ich hier bei dem... Welcher Baum war das denn jetzt? Der. Das ist der Fachbegriff dafür. Der. Haben wir eine Chance, irgendwie hochzuklettern? Können wir eigentlich Leitern? Nicht. Würde uns der was bringen? Achso, brauche ich auch eh Strom. Das war eine blöde Frage eigentlich, ne? Architektur, ja toll, Geländer kann ich. So. Dann gehen wir mal hier hoch und gucken wir mal. So, wir wollen von da. Ne, geh daneben. Sag, geh daneben. Aber vielleicht noch alles wieder abbauen. Aber dann haben wir schon mal wieder was. Lass mal gucken, was wir kriegen. 15. Ein bisschen was werden wir aber kriegen. Es fehlen noch 5. Wir brauchen noch eine. Punkt 1. Bauen. Wir wollen in die Richtung weiter. Heißt, hier runter. Uiuiui, der war tiefer als gedacht. Gut, der hätte mir nicht wehgetan, aber trotzdem. Hätte ich wieder gucken müssen, wie komme ich da raus. Und das hier. Ich fühle mich gerade ein bisschen. Der Apple ist falsch, weil eigentlich ist das geil, aber. What? Und bitte ein bisschen höher. Ah, da so hin. Nee. Hier. Rüber. Genau. Nö, das wollen wir nicht. Dann machen wir. Okay. So. Wir reden nicht drüber, ist das? Sag mal! Hallo! Maus, könntest du bitte aufhören zu laggen? Danke. Keine Ahnung, was mein Rechner gerade berechnet, aber er soll es schneller machen. So. Ich hätte mir gerne. Dann sind wir nämlich bei 30 von 25 und wir haben das Ding voll. Tada! Cool. Wir können da schlüpfen lassen.
So, dann gehen wir mal hier lang. Didum, didum. Alles. Wischen bitte. Da runter und tschüss. Hm. Wir hätten die gelbe auch noch mitnehmen können, aber brauchen wir ja nicht. So. Sind wir hier in dem Bereich? Tja. Hallo, du hast mich jetzt tatsächlich erschrocken. Ich bin noch nicht spooks, aber. Kann nicht sein. Ich möchte trotzdem noch Richtung. Was eigentlich sind die mitzunehmen, um damit was zu. So, ich nehme das weg und du. Naja. Wir gehen doch gerade. Das ist nicht Norden. Möchte hier irgendwo hin. Glaube ich. Okay. Egal, wir gehen noch ein bisschen. Dann gucken wir, dass wir gleich ein bisschen rechts abbiegen. Wir haben eine Orientierung, die ist vom Allerfeinsten. So, ein bisschen rechts abbiegen. Hm, versuchen wir mal hier lang. Gucken wir mal. Weil das hier ist auch alles, aber nicht Northern Forest. Aber wir gehen jetzt dahin. Ich versuche halt den Dingenskram zu finden. Ne? Kommen wir hier irgendwo lang. Dass wir. Uiuiui. Oh, wir sind in den Grassfields, oder? Ist doch. Nee, und wenn ich. Daneben. Wir sind jetzt wieder hier. Ich ab. Ich will doch nur noch dieses eine Dreckszeug finden. Da auf Dingensbums. Ich kurz überlegen. Hier, wo ich live abgestürzt bin. So, nicht ganz, wäre weiter in die Richtung noch, aber ganz Stück in die Richtung. Aber das müsste doch eigentlich das sein, wo ich reingestürzt bin, oder? Jetzt noch mal weiter runter. Ja, richtig. Wir haben hier bis jetzt alles, was wir wollen. Du machst. Ja, das müsste das sein. Hier ist Wasser, da ist das. Da sind diese komischen Pilze. Dann weiß ich ungefähr, wo ich langrennen muss. Das ist doch schon mal was. Und damit habe ich dann auch eine Ahnung, wo ich vielleicht was finden könnte. Was ich gerne hätte. Wie ist eigentlich der aktuelle Stand mit den Mods in 1.0? Dann könnte ich überlegen, ob ich das hier, bevor ich. Also ich muss ja sowieso umbauen. Ne? Oder möchte ja umbauen. Wäre aber nur die Überlegung, ob ich das dann mache, dem Mods in 1.0 funktionieren, weil dann könnte ich dieses Save nehmen, darüber portieren. Und dann wäre gut. Wo es mir so richtig graust, wäre eigentlich meine Season 1, die ich ja immer noch beenden muss. Ja, Herr Spielkind, ich weiß. Da ist ja immer noch der große Akku offen, aber der hat es mir ein bisschen. Also, dadurch, dass das Spiel ständig abgestürzt ist, hat es mir das ein bisschen versaut. Das Spiel konnte nichts dafür. Letztendlich war halt, ne, man muss ja auch sagen, Early Access ist halt nicht fertig. Selbst wenn es jetzt fertig ist, sind ja immer noch Bugs drin. Passiert und das ist auch okay. Ist das halt mal so. So. Wir sind doch jetzt Richtung Norden unterwegs, oder? Also. Da sehe ich das hier falsch und Norden ist hier woanders. Egal.
Wir werden es schon finden, weil wenn da oben irgendwo müsste ja das sein, wo der Kollege hier. Dieser Felsen. Da oben drauf ist doch eigentlich Sandstein. Das heißt, ich bin hier richtig. Muss ich nur hier den Weg rumfinden und dann dürfte ich da irgendwo auch dieses Glasdreck finden. So. Ja, daran kann ich mich erinnern. Dass hier eine Festplatte war, an die ich nicht rangekommen bin. Oben drauf, glaube ich. Durch. Vielleicht auch nicht. Weiß. So. Gehen wir mal hier unten rum. Oh, blöpp, genau. Jetzt müssen wir doch in den richtigen Bereich reinkommen. Yeah. Ist das Glas so schön? Kohle. So, was haben wir hier? Kiezsäuel. Wunderbar. Ich hab's gefunden. Das habe ich gesucht. Dann brauchte ich 200, ne? So. Oder was sagt das? Von meinem? Farming. Genau, Pizzol. 200. Was ich doof ist, ich halt keine Samen. Wie muss ich die denn zurück? Das ist ein ewig langes Ding. Da wäre natürlich, wenn ich hier jetzt hingehen würde und ich nur natürlich zwei. Wenn ich mir hier einen Miner draufsetzen würde, aber ich habe keinen Strom für den Miner. Den müsste ich mir auch irgendwie hier hinsetzen. So viel Leitung habe ich nicht dabei, das hier einmal durchzuziehen. Dann könnte man versuchen. Frage ist, finde ich einen kürzeren Weg als den ich gerade gelaufen bin? Ähnlich finde ich den. Müssen wir mal ausprobieren. Aber erstmal versuche ich jetzt die Forschung abzuschließen. Und dann muss ich mir überlegen, wie ich das Zeug hier in mir rüber kriege. Das wird witzig. Das wird richtig witzig. Wenn ich jetzt schon die Strommasten hätte, wäre gut. Gehen ein bisschen weiter, aber erstmal möchte ich nicht wissen, was die hier kosten. 150 haben wir schon. Ja. Wo war ich eigentlich gerade mit meiner Batterie? Damit durch? Herr Spielkind, du hast mich mal wieder rausgebracht. Du hast nichts getan, aber du hast mich trotzdem rausgebracht. Ich da halt immer zu hören. Ich muss das noch abschließen. Hat er ja auch recht. Aber es ist sehr, sehr. Ja, könnte auch einfach zumachen und sagen, das ist so. Aber ja, wenn man nachguckt, kann man es ja auch herausfinden, dass es nicht so ist. Das wäre ja blöd. 200. Sowas wollen wir ja nicht. Warum drücke ich hier jedes Mal die Leertaste? Halt den Knopf, den kannst du mit Leertaste aktivieren. Wunderbar. So. Und jetzt kann ich. Oh, wir müssten ihn dafür mitnehmen. Dann habe ich hier drauf. Codex öffnen. Wenn das hier war? Genau. Da ist das Schneckenfut, Weizen.
Gut, das wird auf jeden Fall nicht so. Toll. Was habe ich hier? Ich wollte im Wiki öffnen. Open in Wiki. Ich kriege von jedem einen, wenn ich einen da reinschmeiße. In einen Seed Extract. Okay. Also auf jeden Fall werde ich das Zeug von hier aus nach Hause transportieren. Habe ich genug für einen Miner dabei. Weil. Dann nehmen wir dich weg. Machen wir gerade nicht. Miner. Okay, dafür haben wir genug dabei. Da soll auch ein bisschen was raus. Dann brauchen wir noch den. Guck mal, selbst das haben wir dabei. Ja, das ist mir klar, dass da eine Sicherung durchgebrannt ist. Komme ich nicht anders, weil so weit genug. So. Das ist auch eine schlechte Richtung. Nein. Das ist auch eine schlechte Richtung. Die Richtung ist gut. Ich muss mitten durch den Wald. Gut, ich hätte gerne einen Kohlekopf. Ich muss mitten durch den Wald. Versuchen jetzt so viel. Nein. Das machen wir nicht. So. Jetzt machen wir. Wir wollen so ein bisschen. Wir müssen, glaube ich, da um den Felsen rum, weil hoch komme ich nicht. Außer ich baue mich da hoch. Material will ich aber sparen, weil je weiter ich hier mitkomme, desto besser. Ich guck einfach, wie weit wir kommen mit dem Schluss. Spaß, meine ich. So, jetzt müssen wir einmal gucken. Hier muss irgendwo der Punkt sein. Ja. Also Optium. Mal in die Richtung, wo ich meinen Hub habe. Dann hoffen, dass ich nicht durch die Welt falle. Ansonsten muss ich den Flugmodus. So. Ja, das kriegen wir hin. So grob. 106. Niemals. Noch wie weit ich denn schon bin, wird das wieder sehr frustrierend. Deswegen den ganzen Weg auch wieder zurück, um das andere Zeug zu holen. Kommen wir dann auf den nächsten Felsen zu. Möglichkeit haben wir denn mit dem? Eigentlich nur da unten rum, ne? Oder hier oben hoch. Natürlich. Hier kreuze ich gleich. Irgendwie. Weiter geht's. Schauen wir mal. Was hast du hier zu meckern? Warum? You are so lucky that you found this most valuable artifact. Bodenzustall. Bodenzustall kann ich mitarbeiten. Comply. Leitung zu lang. Hier durch. Okay. Autosave. Dahin.
Und weiter hier lang. Dann weiter. Alle. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich darf nicht runterfallen mit dem Ding, bevor ich ihn nicht gesetzt habe. Einen Weg und eine Möglichkeit. Glaube? Dann ist die erste Leitung zu lang. Da ist okay. Machen wir. Ja. So, jetzt müssen wir hier unten gucken. Da ist Leitung gut. Wo machst du ins Wasser stellen? Jungs. So, aber jetzt haben wir doch wieder einen schönen Weg in unsere Richtung. Ist doch ganz gut. Leitung zu lang. Das wird nicht reichen. Aber wir sind dann schon mal relativ, wir sind relativ gut dabei. Muss man auch sagen. Also ist ja dann nicht mehr, dass wir dann auch hunderte Kilometer haben. Das ist dann, wir müssen Draht holen. Was brauchen wir eigentlich alles? Auch nur Kabel. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, macht den. Gut, dann müssen wir den ganzen Spaß noch mit Förderbändern rüberbringen. Ne? Also, das ist nochmal eine andere Geschichte. Da will ich nicht wissen, wie viele das dann sind. Zu viele. Vor allem, wir müssen den direkt zwei rüberbringen. Aber wir haben ja wenigstens schon mal einen Weg so ein bisschen vorgezeichnet. Das ist doch ganz gut. Wir müssen jetzt gleich einen Weg reinfinden. Ich glaube, wir gehen ein bisschen. Wir müssen da rüber. Irgendwo kommt jetzt der. Das wäre jetzt auch so ziemlich mein Ziel für heute, den Strom anzuschließen. Vielleicht laufe ich auch nochmal zurück, um das zu machen. Also werde ich müssen, logischerweise. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Wir sollten weiterkommen. Da ist zu lang. So, und dann komme ich nämlich hier. Oder komme ich hier rum? Komm hier rum. Komm hier durch. Leitung. Da lang. Ich brauche nochmal die Karte. Ich muss hier runter und da hoch. Ich glaube, hier komme ich links oder rüber. Ja gut. Ich kann den noch setzen und einen noch. Mich hier durch. Mich nicht hoch, aber könnte ich hier. Das klappt nicht. Komme ich denn da durch? Weil. Das sieht gut aus. Hier hin. Ich gehe mal Kabel rum. Muss mir nur merken, wo ich durch muss. Okay. Also, East ist
Ja, das heißt, ich müsste so ein bisschen eben West laufen. West müsste also auf der anderen Seite. Ui. Jetzt irgendwie gucken, was wir ein Kabel haben. Oh, ich sehe meine. Das ist. Wenn ich da East habe, wäre genau gegenüber. Ist ja. Das so liegen oder so? Schon wieder die Orientierung verloren. Hier und da müssen wir. Na, komm mal hoch. Laufe hier von ein Stückchen weg auf diese Dingens hoch. Und jetzt muss ich den einen dort finden. Das war dieser. Oder dieser. Dieser macht mehr Sinn. Die Richtung ist das. Okay. Hab verstanden. Was irgendwie Sinn. So, lasse ich auf meinen. Zeit. Doch, ja, das geht ja. Das machen wir jetzt noch eben. Die Frage: Hole ich das lieber von da hinten rüber? Ich glaube, es ist besser, wenn ich zurückrenne und dann das Kabel hier lang ziehe. Weil hier bin ich relativ frei auch vom Gelände her. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. So. Jetzt muss ich die Frage. Achso, Kabel müsste ich da hinten haben. Oh, hier. Also wenn ich damit nicht rauskomme, geht. Weiß ich auch nicht. Wir müssen dort nur das richtige Löchlein finden. Wenn wir das dann haben. Läuft das schon mal hinten und wir können das Farming quasi auf einmal komplett abschließen. In der nächsten Episoden. Leute, wir müssen dann einmal komplett ganz nach hinten, weil wir sind ja mit unserem Farming irgendwie da. Im Kopf habe, müsste es zwischen den beiden oder den beiden durchgehen. Das werden wir jetzt herausfinden. Wenn ich hier müssen wir jetzt. Also hier ist ein Löschte. Gucken wir mal. Da rennt so einer rum. War der nicht gerade hier unten? Du siehst nicht nach dem Kollegen aus, den ich suche. Das heißt, da vorne war doch der andere. Aber wir sind nicht so weit weg davon. Das heißt, wir haben es relativ gut gefunden. Ändern mal. Uiuiuiui. Das wird lustig. Da freue ich mich so überhaupt nicht drauf. Zumindest kann ich das Zeug entlang von denen hier legen. Und nachher wird es, also zum Ende hin wird es ein bisschen schwer. Was auch noch ein Problem ist, muss ja die eine Stelle hoch bzw. runter. Wahrscheinlich lege ich das Band dann lieber unten rum. Da, wo der Strom nach oben weggeht, lege ich das Band unten rum. Es sind zwar ein Stückchen weiter, aber ich kann wenigstens da laufen. Muss ich den ganzen Spaß auch noch entsprechend anbinden? Also, das heißt, ich muss
da oben sowieso noch ein bisschen umbauen. Aber jetzt nicht so ein Problem ist, dann kann ich das beim nächsten Mal als erstes machen. Ich weiß jetzt sowieso erstmal die, die Schnecke da rein, ne? In den Brüter. Dann ist die dann eine, die nochmal extra was braucht. Ne, ich muss das jetzt erstmal erforschen, ne? Ja, wir werden das schon hinkriegen. Komm, ist nicht mehr weit. Wir schaffen das. Ich bin zuversichtlich. Dahin. Hier hin. Und jetzt sag mir bitte irgendeiner hier hat frei. Auch doch nur. Okay, das Ding läuft. Vermute ich. Da haben wir einen kleinen Sprung um. Ja, wo ist meine Max? Ist das hier, ne? Einen kleinen Sprung von 8 Megawatt. Sollte passen. Der läuft. Gut. Ich wollte ein Schneckendecken. Mach ich da oben. Hallo, Uran. Wunderbar. So, was musste ich jetzt machen? Ich bin doch hier irgendwo. Ich hier nicht eine. Da habe ich einen Mamm stehen. Muss ich was mit den Necken machen? Hallo. Das ist erforscht. Nice. Hallo. Ja, ich muss die craften. Habe ich auch noch genug für da? Sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt hier einmal. Komm, die lassen wir einmal zu Ende schlüpfen. Und dann nehmen wir dich da raus. Mal eben da durchlaufen. Und dann hätte ich gerne eine rote. Okay, Temperature muss angepasst werden. Was braucht die rote denn? Das wissen wir noch nicht. Okay. Mal hoch. Werden wir sehen. Okay. Gehen wir hoch. Okay, die Temperatur muss ungefähr bei 50 liegen. Wenn ich das richtig sehe. Bei dir muss die Temperatur bei 0 liegen. Okay, das heißt, rot muss ich definitiv anders behandeln als die anderen. Das ist okay, damit kann ich arbeiten. Die Frage, ist rot jetzt hier reingewandert? Oder ist rot jetzt hier oben drauf? Hallo? Sehe ich da was Rotes? Du kommst mit, dich hätte ich gern. Gefallen kann ich heute gut. Hätte dich und dich gerne da. Und die Eier schmeißen wir mal eben. Da rein. Bedeutet. Wir brauchen definitiv
Wird das funktionieren, wenn ich eine blaue drin habe, dass ich als zweites eine rote reinlege? Dann müsste ich mit der Temperatur auskommen, weil ich muss mich an die blaue halten. Und ich bekomme dann trotzdem rote Dinge raus. Okay, das ist auch was, was wir beim nächsten Mal. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal unsere... Was machen wir denn? Was macht denn mehr Sinn? Noch so ein Ding herzubauen? Weil im Moment kommen wir mit dem ganzen Zeug ja so gut hin, dass wir zu viel haben. Aber wenn wir hier hingehen und vielleicht das ein bisschen anpassen oder mehrere davon bauen, könnten wir vielleicht besser auskommen. Heißt, beim nächsten Mal... Beim nächsten Mal ein zweites Schneckenhaus. Was kostet? Habe ich das? Was? Hier muss man was ausprobieren. Da müssen wir uns quasi eine richtige Schneckenfabrik machen. Two Power Slugs needed. Das ist ja. Hallo? Nicht das Problem. Two Power Slugs, wir brauchen. Wir wollen die rote nehmen. Rote nehmen, wir brauchen eine blaue. Das ist jetzt der Gedanke. Strom packe ich jetzt bewusst noch nicht rein, weil ich will wissen, was passiert, wenn ich sage, ich möchte einmal die haben und einmal die. Nämlich einmal das. Was ist, wenn ich dich darüber setze, also die beiden tauschen, kriege ich das auch nur so. Muss ich aber die Temperatur anders anpassen. Besser wäre so. Dann habe ich damit nichts zu tun. Humidity und Temperature ist in Ordnung. Und bei dem ist, ja, auf jeden Fall so rum. Dann kriegen wir eine Achtung. Was ist, wenn ich ein gelbes dazu packe? Gelb. Brauche ich mal eben? Versuchen wir eine gelbe da reinzuschmeißen. Ein bisschen was herauszufinden. Okay. Ich möchte euch wieder raus haben hier. Yeah, not enough power. Das ist mir egal. Ich will eine gelbe da drin haben. Okay. Oh. Da muss man ja auch noch drauf. Oh Gott. Die ist comfortable mit Blue Slug. Und die macht... Ich möchte halt nicht, dass ich am Ende... immer nur diese eine im Kreis drehende habe, weil eigentlich möchte ich gerne, dass da zwei rauskommen. Und wenn ich das hier richtig sehe... Auch die anderthalb Minuten, die hält aber nur an nur eine Minute. Also 0,6 Minuten. Das kann ja nicht sein. Wir müssen die ja vermehren können. Wir müssen diese hier vermehren können. Also die mag nicht mit Blau und die. Du brauchst auch Schneckenfutter. Haben wir auch. Oder haben wir das? Ändert aber hier oben nichts. Auch die für ein Futter. Wenn die Snail Food ist für die auch vollkommen okay. Wir gucken einfach mal, was passiert. ...0,6 pro Minute braucht er davon. Reicht das für zwei von denen? Und, na, schauen wir mal. Wäre natürlich optimal. Wenn ich da zwei rauskriege, dann bin ich ja quasi genau auf dem Weg, den ich haben möchte. Ich habe eine und ich kriege noch eine zweite. Okay. Jetzt langsam verstehe ich das Ding hier auch. Wunderbar.
Ist halt wild, dass ich anderthalb Minuten brauche und ist egal. Hoffentlich. Du funktionierst, ne? Bis zum Ende. Dann kann ich nämlich das. Du machst sogar noch eine dritte. Geht schon wieder viel länger, als ich geplant habe, aber mein Gott, dann ist das halt. Aber das sieht nicht aus, als würde es reichen. Und eine zweite drauf. Folgender Plan. Ich sowieso schon wieder drüber bin, ist ja egal. Ist ja. Wir machen die. Oh, haben wir sogar da. No power. Easy fix. Stromleitung hier hin. Die da war nur temporär. Du gehst da dran und du kommst hier hin. So. Du machst bitte. Missing Incubator. Incubator. Incubator Module. Missing Egg. Missing Egg. Zwei Eggs raus. Dann zwei Eggs rein. Und hier müssen wir. Ja, es ist schön, du solltest mir nur. Okay, das heißt, ich brauche das Temperature Modul. Temperature Module. So. Temperature Module sagt mir, ich soll 44 bis 60 haben. Wir haben im Moment 25 Grad. Doch, 44. Das heißt, wir packen 19 Grad oben drauf. Sehen wir. Packen 19 Grad oben drauf und sagen safe. Die geht hoch. Da müssten wir genau bei 44 landen. Okay, es gibt noch mal, wie auch immer. 44 Grad läuft bloß. Okay. Dann nehmen wir jetzt zwei raus. Okay, das machen wir jetzt hier auch wieder einen Kreislauf. Weil das Futter von drüben holen ist jetzt nicht so ein Ding, also ein Band hier rüber, fertig. Okay, wir haben zwei Schnecken. Können wir hier hingehen und sagen, holla. So, wir brauchen jetzt, hab ich natürlich genau blöd reinge... Nee, warte mal, hier hinten kommen die raus, das ist doch gut. Kommen die raus, wenn ich hingehe und sage, ich möchte die Schnecke kommt hier raus. Die muss von da kommen. Die Schnecke kommt da raus. Schon mal gut. Da kommt gleich Butter dran, das machen wir so. Und hier kommt von dort hinten. Da ziehen wir nämlich aus dem Teil hier. Ich glaube, das wird jetzt wild, was ich hier mache. Blaue Schnecken gehen darüber. Das heißt, wir packen uns einen intelligenten Splitter davor, aber wir machen den. Sag mal. Da, Fundament. Wir machen den erhöht. So. Hier kommt ein intelligenter Splitter hin. Intelligenter Splitter. Haben wir. Du nimmst. Packst aus dem linken Ausgang. Packst du.
Yellow Snack. Und aus dem hier packst du Blue Slug. So. Die Yellow Slug schnappen wir uns. Einmal da rüber. Die geht nämlich da auf das Fusionator. Dahin. Du gehst dorthin. Das könnte mir zum Verhängnis werden, weil wenn die reinkommt, wird die wieder als erstes rausgeschmissen. Aber das ist mir gerade egal. Und dann kommst du mit da oben. Ich hätte dich gerne dort. Sollte ich einfach der anderen Seite die... Das ist jetzt ein kontinuierlicher Stream aus... Das müssen wir uns angucken. Hier kommt eine blaue. Ja, das ist ein Problem. Nur wenn da eine blaue reinkommt, an der Seite, funktioniert das System. Das ist doof. Gehen die gelben Schlenken nach oben. Ja, die werden einmal hier durchgeleitet. Alles ein bisschen doof. Egal, macht nichts. Die blauen gehen da vorne rein, stehen schon an. Das richtig rum habe, sollte jetzt auch hier blau schon anstehen. Das ist gut. Wo will ich das haben? Mal wieder eine blaue rein. Jo. Da hätte ich gerne die mit drin. Vielleicht ein bisschen doof. Und ich hätte gerne die mit drin. Ich komme jetzt nicht an. Hier geht nach oben da rein. Wunderschön. Hier geht nach vorne da weg. So, wir brauchen Futter. Und den haben wir angeschlossen. Du musst jetzt noch Hello Spaghetti. Du musst da rein. Aber da muss noch ein intelligenter Spaghetti drauf, für den ich nicht mehr genug Zeug habe. Ich brauche mal eben. Du bist blau, 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 blau. Blau, 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 blau. Blau, blau, blau. Und ich mach mal so lange aus. Wir, was brauchen wir für einen? Wo haben wir dich? Wo haben wir dich? Wo haben wir dich? Da, Evil Grenze, was fehlt? Imperium Schieb. Danke. Imperium Schieb. Wie viele brauchen wir? 5. Intelligenter Spiel.
Hier hinter das Blitter. Ist das hier? Geht. So, und du leitest geradeaus bitte nur rote. Purple. Warum immer rot? Das ist Purple. Und hier kommt Blue mit Doppel. So. Fertig. Links geht mal. Ja. Du stehst an. Du gehst an. Du lachst mal weiter. Wir schauen noch mal eben. Letztendlich sollten wir Gelb auch genauso aufteilen, aber das ist eine andere Geschichte. Würde es gehen, wenn ich zwei Purple reinlege? Wäre das effizienter? Ja, müsste funktionieren. Es müsste hier irgendwo, wenn das da rumkommt. Ja, hier ist wieder so ein Satz Eier. Eben gucken, ob die richtig laufen. Hey, wir fangen jetzt an, das schön zu machen. Worst Spaghetti ever. Wollte eine halbe Stunde machen, jetzt schon wieder eine Stunde. Da kann ich zwei Folgen draus machen, das ist doch doof. Oder ich bin doof, könnte man sich jetzt... Loose like egg. Loose like egg. Nix. Gehen wir nicht drüber. So, da kommt schon wieder einer. Das sieht doch gut aus. Ich muss an der Humidity nichts machen. Ich muss daran nichts machen. Du bastelst. Du machst hier. Bist damit zufrieden? Dann scheint das zu laufen. Jetzt eben nur noch die Frage, irgendwann müsste ich ja mal hier eine aus Zufall eine weiße oder sowas kriegen. Aber das ist ja bei jedem Mal nur die Chance und das heißt ja nicht, dass ich dann unbedingt eine bekommen muss. Die würde mir auch im Moment das System da vorne komplett verstopfen. Ich sehe hier zum Beispiel keine. Ja, okay. Beim nächsten Mal machen wir... Hä, was haben wir jetzt? Also für das nächste Mal haben wir... hin und her. Haben wir mehrere Sachen. Entweder machen wir die komplette Hatchery-Geschichte hier ein bisschen größer. Und in vernünftig. Keine Ahnung. Da drüben so eine richtige... Könnten eine Schnecken... Eine richtige Schneckenfabrik bauen. Oder damit anfangen. Und das haben wir. Wir haben die Geschichte mit dem Soil. Da müssen wir ja nur den Draht folgen und ihn mit dem Draht da entlang folgen, diesen Binder. Wow. Das war ein bisschen... Entschuldigung, bitte nicht seekrank werden. Ne? Also denen folgen. Da lang und so. Da hinten weiter.
Dann könnten wir das machen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Haben wir jetzt nicht hier. Da haben wir fester Brennstoff. Fester Brennstoff ist auch. Den könnten wir auch irgendwo reinschmeißen zu verbrennen. Wir können nicht darüber schmeißen, weil dann das ganze System ist darauf nicht ausgelegt. Wird nichts bringen. Aber wir könnten eben einen Container hinstellen, damit das Zeug schon mal weggeht. Also hin. Dann geht das nämlich hier weiter und der kann weiterbauen. Okay. Machen wir. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, die wir hätten, dass wir das ganze Zeug hier hinbringen und sowas weiterbauen. Aber ich glaube, wir machen erst die Schneckenfabrik. Weil dann brauchen wir danach definitiv, damit wir auch genug von dem Futter haben. Wobei, da können wir wahrscheinlich auch eine ganze Menge erstmal so durchbringen. Und drunter ist der Schnecken. Muss ich aber wegspringen. So. Und hier stehen jetzt schön die roten an. Das gefällt mir. Ne? Läuft schön raus. Immer nur eine Farbe. Brauche ich mich um nichts kümmern. Der Plan ist mir zu bunt. Was wir hier machen werden. Ach nee, habe ich gerade kein Material für. Sonst hätte ich gesagt, machen wir hier einen intelligenten Splitter hin und teilen das auf. Aber das funktioniert gar nicht. Das machen wir, wenn wir die Fabrik bauen. Ja, also das nächste wird eine große Schneckenfabrik. Und ich überlege mir mal, wie ich die aussehen lasse. Ob ich die vielleicht mal einen schönen mache. Wenn diese Rundung nicht wäre, ne, hätte ich eine Idee. Aber nope. Ja, ein bisschen Grundkonzept könnten wir ja machen in die Richtung. Ja, so ein Kasten da oben, dann die ganzen Schlüpferitis hier machen. Ja, ja, irgendwie sowas werden wir machen. Okay, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Äffchen.